Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache spontan weiter mit meiner Berichterstattung vom Weltcup. Da passiert super viel in der zweiten Runde, sehr viele Partien laufen gerade noch, während ich das Video aufnehme, aber eine Partie ist schon zu Ende, die der Nummer 1 der Weltrangliste und des Ex-Weltmeisters Magnus Carlsen. Carlsen stieg ja erst in der zweiten Runde ein, genau wie viele andere Top-Großmeister gesetzt für die zweite Runde. Sein Gegner Levan Panzulaya aus Georgien, 37 Jahre alt, Nummer 322 der Weltrangliste. Wir sehen hier elo-mäßig doch ein gehöriger Abstand zum besten Spieler der Welt. Die erste Partie gewann Carlsen mit Schwarz. Und jetzt schauen wir uns hier mal spontan an, was in der zweiten Partie geschehen ist. Und das Finale ist wunderschön. Gehen wir rein. Carlsen beginnt hier mit C4, C5. Springer F3, G6, D4. Oh, jetzt habe ich hier wieder überall die Tabs offen. Muss mal kurz schauen. Ich mache mal ohne Ton, weil ich habe super viele Tabs offen. Weil ich natürlich das Geschehen verfolge und die verschiedenen Partien überblicken möchte. Okay, machen wir ohne Ton jetzt hier. Läufer G7. Läufer G7 ist etwas, ja, ich will nicht sagen ungewöhnlich. Man spielt eigentlich jetzt C schlicht D4, Springer D4 und Springer C6 mit Angriff gegen den Springer, Läufer G7. Das ist die normale Entwicklung. Aber Panzulaya wollte, nachdem er die erste Partie verloren hatte mit Weiß, wollte er mit Schwarz was Ungewöhnliches spielen und es gelingt ihm. Er versucht schnell aus der Theorie rauszukommen, Läufer G7. Und das lädt Weiß hier zu D5 ein mit Raumvorteil. Carlsen nimmt die Einladung an, D6. Und jetzt E4. Weiß hat ein schönes Zentrum, Raumvorteil. Und jetzt E6 und H3. Prophylaktisch gegen späteres Läufer G4 gespielt. Springer E7. Das ist natürlich eine sehr ungewöhnliche Entwicklung von Schwarz. ED5, ED5, Springer F6 wäre modernes Benoni. Ne? Oder C schlicht D5, Springer F6, also Läufer D3, irgendwie sowas. Ne? Das wäre modernes Benoni, moderne Benoni-Verteidigung. Aber Panzulaya spielt das hier mit Springer E7. So, der Springer hat eigentlich gar keine Felder von E7 aus. Jetzt spielt Weiß Springer C3. H6 auch wieder ein Abwartezug hier, prophylaktisch hier, gegen Läufer G5 gedacht. Vielleicht auch mal später G5. Und jetzt dachte Magnus 18 Minuten nach. Und das zeigt auch, dass man auch den besten Spieler der Welt, wenn man ja eine Eröffnung spielt, die jetzt nicht so gängig ist, dass man ihn auch zum Grübeln bringen kann. Normal wäre jetzt sowas wie Läufer D3 weiterentwickeln, kurze Rochade, ne? Und man hat hier einen schönen Raumvorteil im Zentrum durch die drei Bauern. Aber Carlsen ließ sich hier zu D schlicht E6 hinreißen, möchte ich mal sagen. Die Engine meckert. Stockfisch 16 meckert. Läufer E6. Warum meckert sie? Läufer F4. Natürlich hatte Carlsen eine konkrete Idee. Er wollte hier den schwachen Bauern D6 attackieren und der ist auch nicht so gut zu decken. Ja, Springer C8 macht man in solchen Stellungen nicht. Der Springer würde passiv stehen. Und deswegen sage ich hier, er hat sich so ein bisschen dazu verleiten lassen, hier auf E6 zu nehmen und Läufer F4 zu spielen, weil es ist gar nicht so toll. Springer BC6. Schwarz opfert einfach den Bauern auf D6. Dame schlicht D6. Natürlich würde man jetzt gerne die Damen tauschen. Das kann man auch eventuell. Stockfisch sagt aber, ist nicht so schlimm. G5. Riesenzug. Läufer H2 zurück. Und dann Läufer schlicht C3. Schach. BC3, Dame A5, das wäre eine Zugfolge. Dame D2, Turm D8, Dame weg wieder. Und dann Springer G6. Und Schwarz hat vollwertiges Spiel für den Bauern. Auch wenn er den schönen Läufer abgegeben hat. Gerade hier, die Bauern sind schwach bei Weiß. Und Schwarz hat die schwarzen Felder ganz gut unter Kontrolle hier. Und kontrolliert die D-Linie. Und kann eventuell Springer D4 spielen, weil der Bauer C3 gefesselt ist. Ne? Alles sehr interessant. Also hier hat Schwarz auf jeden Fall Kompensation, wenn er G5 macht. Stattdessen kam Dame A5 sofort, ohne G5. G5 ist insofern sinnvoll, weil der Läufer natürlich nach H2 zurück muss, wo er passiver steht. Und G6, das Feld G6 wird reingemacht. Okay, es geht weiter mit Dame D2. Dieses Tempo muss Weiß wirklich sich gönnen, weil Turm D8 drohte. Und Läufer schlicht C3. Drohte hier, ne? Also in der Stellung drohte hier Läufer C3. Turm D8, ne? Deswegen Dame D2 zurück. Springer B4. Ja, dieser Zug gefällt mir nicht. Es ist jetzt nicht nur so, dass es für Weiß ungewöhnlich ist. Auch für Schwarz ist die Eröffnung ungewöhnlich. Naheliegender ist G5, Läufer H2 und wieder nehmen auf C3.
Wenn Weiß jetzt hier die Damen tauscht, ist auch nicht schlimm. Turm D8, auch das ist Kompensation für Schwarz. Da hat einen Bauern weniger, aber ist besser entwickelt. Und vor allen Dingen sehe ich hier Gegenspiel gegen den schwachen Bauern auf C4. Also G5, sehr interessant. Beide Male möglich. Stattdessen Springer B4. Nicht so klar, was er damit vorhatte. Springer B4, gut, er will Turm D8 spielen hier, eventuell nach D3 rein. Okay, A3, auch nicht der beste Zug. Die Engine meckert hier. Turm D1 kann man einfach machen, um Turm D8 abzuschwächen. Dann wird halt getauscht. Springer schlicht A2 hier, geht nicht. Wegen Turm A1. Dann ist der Springer weg. Gut, man kann Läufer C3 spielen. B schlicht C3, dann ist er immer noch weg. Da kommt er nicht weg. Ist gefesselt. Und wird auch angegriffen. Stattdessen A3 hier. Turm G5 jetzt. Jetzt sieht er G5. Läufer H2 zurück. Ja, auch hier wieder die Engine meckert bei fast jedem Zug. Das ist krass. Läufer E5 hier. Besser. Läufer E5, Springer E5. Dann steht der Springer zentral, deckt den C4. Und auf Turm D8 geht die Dame zurück. Dann ist das Feld D3 gedeckt. Der Springer kann da nicht rein. Und hier muss der Springer wieder zurück, ne? Dann wird zu viel getauscht. Und hier hat Schwarz wenig Kompensation am Ende. Okay, Läufer H2 zurück. Turm D8 jetzt. Dame C1. Und wohin jetzt mit dem Springer? Der ist angegriffen. Ja, das war natürlich hier, hier merkt man so, Springer B4 war ein Tempoverlust. Denn er muss eigentlich wieder zurück. Aber er spielte Springer D3. Schach. Sieht verlockend aus, aber Weiß kann jetzt Läufer D3 spielen in einem Zug. Der stand ja sowieso hinten drin. Dame D3. Turm D3. Jetzt Hochrade. Gut, der C4 ist sowieso nicht vernünftig zu decken hier. Der Springer ist gefesselt. Rochade. Es gab aber auch Läufer E5 hier wieder. Aber gut, Rochade. Läufer C4. Er holt sich seinen Bauern wieder. Springer D5. Sehr interessant gespielt jetzt hier. Der schwarze König klebt noch in der Mitte. Und er zieht den Springer. Konkret wird der Läufer angegriffen. Läufer D5, ED5, Turm D5. Jetzt hat Weiß plötzlich einen Bauern weniger. Geht sehr viel um Aktivität. Er hat jetzt das Zentrum geöffnet hier, ne? Hat einen Bauern geopfert. Und jetzt Turm E1. Fesselt den Springer. Und dahinter steht der König, der in der Mitte klebt. Dame D8 zurück, deckt den Springer und will kurze Rochade spielen. Und jetzt greift Magnus an. Dame C4, greift den Turm an. Rochade geht nicht wegen Turm E7. Ablenkung und die Dame ist überlastet. Ne? Dame E7, Dame D5. Gewinnen wir eine Figur. Also Rochade, Turm E7, gucken wir nochmal kurz hin. Ja, es gibt nichts. Ne? Der Turm kann nicht nach D4. Schwarz spielt König F8. Man könnte natürlich fragen, was ist mit Läufer B2? Das sieht aber schon. Naja, geht Dame B5, das geht natürlich gar nicht. Doppelangriff. Nee, das geht gar nicht. König F8 geht aus der Fesselung, damit der Springer ziehen kann. Und jetzt Springer E5. Plausibel war hier auch Turm E2. Türme verdoppeln auf der E-Linie. Okay, Springer E5 geht da rein. Ist gedeckt hier vom Läufer und vom Turm natürlich. Springer C6 greift den Springer an. Und jetzt ein ganz starker Zug hier, Turm AD1. Da hätte ich ruhig ein Rufzeichen geben können. Der Turm wird angegriffen und natürlich darf der Turm nicht ziehen wegen Dame F7 matt. Also Turm D1 wäre sofort vorbei wegen Dame F7 natürlich. Das hatte Carlsen natürlich alles vorher schon berechnet. Was muss Schwarz machen? Springer D4. Springer ins Zentrum. Und tatsächlich steht Schwarz gar nicht schlecht. Das ist ausgeglichen. Ihr seht es auch am Balken. Das ist alles jetzt hier nicht irgendwie die Top. Das sind alles nicht, so nicht, nicht die Superzüge von Weiß. Das sind gute Züge, aber es sind jetzt nicht immer die besten, so, ne? Gemäß Engine. Jetzt störte Carlsen so ein bisschen hier diese Schachgeschichten hier, ne? Geht aus dem Schach raus, König A1. Damit hier eventuell keine Schachs möglich sind. Und eventuell F4, ne? Die Diagonale öffnen hier oder den Bauern angreifen. König A1 erstmal absichern, prophylaktisch. Und hier gibt es einen ganz, ganz starken Zug, mit dem Schwarz die Stellung im Gleichgewicht halten kann. Und dieser Zug ist auch lehrreich. Deswegen will ich ihn euch unbedingt zeigen. Und zwar, welche Figur spielt nicht mit bei Schwarz? Das ist der Turm auf A8. Wir müssen immer gucken, wie stehen die Figuren.
Und diese Figur steht schlecht. Und es gibt eine ganz berühmte Regel: Verbessere deine schlechten Figuren. Ne? Verbessere deine Figuren. Und das kann man hier mit H5. Platz machen für den Turm. Das könnt ihr euch merken. Die Türme brauchen Platz. Und deswegen schiebt man Bauern nach vorne. Turm H6 ist die Idee. Und dann ins Spiel kommen mit dem. Und das ist eine super Idee hier, die Schwarz im Gleichgewicht hält. Für Schwarz die Stellung im Gleichgewicht hält. Stattdessen kam hier B5. Das ist natürlich auch verführerisch, hier die Dame anzugreifen. Dame D3. Und jetzt H5. Jetzt ist aber zu spät. Jetzt gibt es eine Taktik. Und zwar Springer C6 mit Angriff auf hier, auf die Dame und den Springer. Natürlich könnte man fragen, wieso geht hier nicht in der Stellung auf H5? Ja, Springer C6 geht hier nicht. Blödsinn. B5, Dame D3, H5, Springer C6. Springer C6, Dame D5 gewinnt eine Qualität. Also muss Schwarz die Dame ziehen. Dame B6 greift den Springer an. Und jetzt folgt eine schöne Reise für den Springer. Der wird auf Wanderschaft geschickt. Springer E7. Gedeckt vom Turm. Turm muss ziehen, zurück. Springer F5. Noch ein Springerzug. Ne? Der stand gerade hier. Ganz lustig, ne? Bei Springern. Um ein Feld nach rechts zu gelangen, muss er hier so eine Route wählen. Das ist schon lustig. Springer F5. Da haben wir wieder den super Gaul auf F5. Greift G7 an, greift D4 an. Schöne Stellung. Ja, Springer G7, Läufer E5 sieht sehr unangenehm aus, ne, wenn ich dazu komme. Es kam hier. Na, die Stellung ist für Schwarz noch gar nicht so schlecht, wenn er Läufer F6 findet hier. Einfach dem Angriff aus dem Weg gehen und auf Läufer E5, das ist aber alles gedeckt, Turm G8 spielen und dann eventuell Turm G6. Ganz wichtig, sehr zentral die ganze Zeit, das Thema, den Turm ins Spiel zu bringen, ne? Aus Sicht der Engine. Okay, stattdessen kam Dame G6 hier. Fesselt den Springer, wobei das keine richtige Fesselung ist, weil die Dame ist gedeckt. Greift aber den Springer an, wobei auch nicht, weil der Springer kann gar nicht auf F5 schlagen, weil der Springer auf D4 gefesselt ist. Das war natürlich alles auch ein bisschen mit Zeitnot. Ne? Beide hatten gerade ausgangs der Eröffnung sehr lange nachgedacht, auch Panzuleier. Und jetzt kommt ein schönes Finish. Läufer C7 greift den Turm an. Kandidatenzug ist ein Angriff, sehr konkret. So, der Turm kann nicht die D-Linie verlassen. Turm C8 kommt Läufer D6 Schach. König G8 und Springer E7 Schach und gewinnt die Dame. Der Turm, wenn er auf D7, ja, was hat er gemacht? Turm D7. Ja, Turm D5 verliert ähnlich. Da kommt Dame E4 hier mit Angriff. Hier, Doppelangriff, Mattdrohung. Da kann man nichts mehr machen. Ne? Der Läufer deckt das Feld hier. Dame C6 gibt es hier noch, dann kommt aber Springer E7, diese Gabel. Dame C7, Springer G6 Schach. Gut, Springer D5 gewinnt auch, Dame D5 gewinnt. Hier gewinnt alles. Springer G6 ist der schönste mit der Mattdrohung. Deswegen König G8, Dame D5, Fesselung. Dann hängt der Turm, der Springer kommt zurück. Turm E7, ja, ist komplett lost. Was macht der Panzuleier in Zeitnot? Turm D7. Und das lässt ein schönes Finale zu. Und hier bitte ich euch, das Finale zu finden. Ist ein forciertes Matt in 5. Beginnt hier mit Turm E8. Wunderschön. Schönes Finish. Schach. Und hier gab Panzuleier auf wegen König E8. Dame E4 Schach. Ja, was soll Schwarz hier machen? Sagen wir mal Dame E6. Dann kommt Dame A8. Der Springer deckt das Feld E7. Turm D8, Dame D8. Matt. König F8 ist dasselbe in Grün. Dame hier, Grundreihe, Turm zurück, Dame D8. Wir sehen das Problem. Ne? Hin und wieder wird kommentiert, ich rochiere nicht, wenn ich immer sage, man muss rochieren, weil dann verliere ich ein Tempo oder der König steht unsicherer in der Ecke und so weiter. Nee, nee, nee. Die Rochade hat schon ihren Sinn und es hat auch seinen Sinn, warum zu 90, 95% der Fälle starke Spieler den König in Sicherheit bringen mit der Rochade. Und in diesem Fall sehen wir, das ist ein Beispiel, was passiert, wenn man den König in der Mitte lässt. Die Partie war allerdings gar nicht so leicht für Carlsen. Schwarz hatte seine Chancen hier. Carlsen aber relativ locker, ne? Sehr locker gespielt. Ne? Also auch so schön menschlich angegriffen, Bauern geopfert, ne? Zentrum geöffnet und letztendlich natürlich auch locker gewonnen. Hier sieht man natürlich auch den Spielstärkeunterschied, ne? 300 Punkte ungefähr. Ja, Carlsen ganz locker in die dritte Runde.
Und das war jetzt natürlich eine schnelle Analyse. Es wird noch sehr viel gespielt zum Zeitpunkt meiner Videoaufnahme, deswegen belasse ich es erstmal dabei. Ich werde natürlich im Verlauf des Tages oder des nächsten Tages noch weitere Partien zum Weltcup bringen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Videos geben als nur eins pro Tag aktuell. Macht's gut, bis zum nächsten Video.